Danke. Hans-Peter, du gehörst einer Partei an, die sich wahrscheinlich historisch verpflichtet fühlt, sich auch für das untere Drittel zu engagieren und einzubringen. Und zugleich haben wir festgestellt, bei direktdemokratischen Verfahren besteht die Gefahr, dass das untere Drittel verloren geht. Zugleich bist du erfreut, direktdemokratische Verfahren, wenn ich es richtig überschaue. Ja, bei den drei Fragen, die du eingangs genannt hast, also muss man die erste schon mal mit Ja beantworten. Es gibt ein Problem. Die zweite ist, sehen wir das auch politisch als ein Problem? Ist das normativ eins? Natürlich ist das normativ eins. Wir können nicht sagen, das ist dann eben so, so sind die Spielregeln und das muss man hinnehmen, sondern, und das ist der dritte Punkt, dann muss man darauf besonders eingehen. Also wenn wir direkte Demokratie wollen, müssen wir das im Hinterkopf haben, dass es dieses Problem gibt. Und dann müssen wir Wahlverfahren, Abstimmungsverfahren so ausgestalten, dass sie eben in besonderer Weise versuchen, diese Kluft zu überbrücken. Das wird möglicherweise nicht immer gelingen. Und also man kann also nicht sagen, es ist erst dann erfolgreich, wenn wir sozusagen vollständige Gleichheit hergestellt haben. Aber wir müssen uns diesem Problem stellen und wir müssen Vorschläge machen und das dann am Ende auch in Gesetze schreiben. Wir haben, wie weit das auch im Kongress schon eine Rolle gespielt hat, der SPD-Bundesparteitag im Dezember hat einen großen Beschluss zu Weiterentwicklung der Demokratie gefasst. Da war ein Kernstück die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene und das Thema der sozialen Selektivität spielt dabei nochmal ausdrücklich eine Rolle. Da ist dann die Rede von etwa einer dauerhaften Beratungsinstanz seitens der Bundesregierung. Das heißt, man muss auf Bundesebene dann, wenn es diese Rechte gibt, über diese Rechte informieren. Das ist nicht, also weil es da ist, schon selbstverständlich, abgesehen davon, dass es ja auch relativ neu ist. Auf Bundesebene wäre das neu. In den Ländern ist es nicht so neu. Die meisten Länder haben in den letzten 20, 25 Jahren diese Verfassungsänderungen gemacht. Aber also nur damit sich da auch keiner falsche Vorstellung macht, die Wahrnehmung der Rechte ist immer noch sehr bescheiden. Es hat nicht so viele Volksentscheide auf Länderebene gegeben. Und auch in den Kommunen ist es überschaubar, es ist natürlich sehr viel mehr. Aber es gibt ja auch sehr viel mehr Kommunen. Also dass jeder Deutsche schon mal an einem Volksentscheid teilgenommen hat, kann man nicht sagen. Also ich glaube, ich noch nie, kann mich nicht erinnern. Also das, obwohl ich im Sinne von Joachim Gauck, also der Meinung bin, jede Wahl, die stattfindet, ist einer, an der ich teilnehme. Ich würde keine verpassen. Und das wird für Abstimmungen schon auch so gelten. Also wir müssen besondere Instrumente finden und das geht am Ende bis hin zu den Aufgaben für dann wieder Parteien, die in jedem solchen Verfahren natürlich aufgerufen sind, eine Meinung zu haben. Kann auch sein, dass man manchmal keine hat, sondern dass eine Partei selbst sagt, das sehen manche von uns so, andere so. Aber auch Parteien müssen Abstimmungskampagnen durchführen. Ich glaube, Parteien sind dazu in besonderer Weise geeignet, weil das ist ein Teil ihrer Legitimation und ihrer besonderen Kenntnis und Kunst, dass sie Kampagnen in der Öffentlichkeit gestalten kann, das immer wieder tut für Wahlen. Das wird man auch für Abstimmungen machen müssen. Also auch wir haben dann als Sozialdemokraten eine Verantwortung, insbesondere diejenigen zu erreichen, die wir auch bei Wahlen mobilisieren wollen. Vielen Dank. Hans-Peter Bartels hat es sehr klar formuliert. Es ist normativ ein Problem, wenn wir Gefahr laufen, einen Teil der Bevölkerung zu verlieren. Da nochmal anknüpfen und Ralf-Uwe Beck fragen, wie das sozusagen aus Perspektive von mehr Demokratie bewertet wird. Also zunächst mal Bestätigung, das was dargestellt worden ist, wir haben eine Kluft zwischen der Beteiligung an Wahlen und der Beteiligung an direktdemokratischen Verfahren. Ich bringe es, will das Zahlenwerk gern noch ergänzen, um die Zahlen, die wir haben, im Vergleich etwa die Landtagswahlen zu den Volksentscheiden in Deutschland. Wir haben eine durchschnittliche Wahlbeteiligung gehabt bei den Landtagswahlen in den vergangenen 5 Jahren von 60,6%. Und wenn man sich dann anschaut, es waren insgesamt 19 Volksentscheide, die wir in Deutschland bis jetzt hatten, in den Ländern, aber eben nur in 6 Bundesländern. Von daher, wir sind Verbündete in dem Defizit, noch keinen Volksentscheid erlebt zu haben. Ich komme aus Thüringen, wir hatten diese Gnade auch noch nicht. Da lag die Beteiligung im Schnitt dieser 19 Volksentscheide, die wir erlebt haben, bei 42,2%. Also so drastisch, wie das eingangs dargestellt, 70 zu 25, so drastisch ist es nicht.
aber wir haben ungefähr einen Abstand von 20%. Man kann sich jetzt mal noch Baden-Württemberg angucken, die Landtagswahl, und das mit dem Volksentscheid von Stuttgart 21 vergleichen. Da finden wir das bestätigt, 66% Wahlbeteiligung und 48% Abstimmungsbeteiligung. Das verwundert auch überhaupt nicht, weil wenn wir zu Wahlen eingeladen werden, dann entscheiden wir über Personen, aber diese Personen sind verbunden mit Programmen und mit Themenspektren. Und da ist es wahrscheinlicher, dass mein Thema auch dabei ist, von einer Person vertreten wird. Bei der direkten Demokratie geht es um Sachfragen und da sind mitunter eben nur Gruppen in der Gesellschaft überhaupt angesprochen. Für uns stellt sich die Frage, mit welchem Ziel und Ende diskutieren wir das Problem der sozialen Selektivität. Also, welche Thesen verfolgen wir und beschäftigen wir uns? Mit welchen beschäftigen wir uns? Zum einen wird die Hypothese aufgemacht, okay, also wenn bei der direkten Demokratie weniger Menschen teilnehmen, dann haben wir eine Verschärfung dieser sozialen Selektivität. Die könnte durchschlagen, was die Entscheide angeht, dann auch auf eine stärkere Kluft zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft. Das ist eine Hypothese und von da aus entwickelt sich dann ein Warnen vor dem Ausbau der direkten Demokratie, bloß nicht den bundesweiten Volksentscheid. Die Kluft könnte ja noch größer werden. Das ist aber weder entkräftet, noch ist das bestätigt. Jedenfalls gibt es dazu gar keine Untersuchung. Womit man sich beschäftigt hat, ist nachzuschauen, wenn die zur Abstimmung gehen, stehen die für das ganze Volk? Für wen stimmen die dann ab oder vertreten die tatsächlich nur ihre Interessen, dann die Partikularinteressen einer reicheren Schicht? Das ist ganz interessant, hat Chris Kobachs, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, hat die Schweizer direkte Demokratie untersucht und hat verglichen die Umfrageergebnisse vor einer Abstimmung dann mit den Abstimmungsergebnissen. Und er kommt zu dem Schluss, dass er sagt, er hat in vielen hundert, wie er sagt, Verfahren, hat er nur einmal festgestellt, dass es zu einer falschen Mehrheit gekommen ist. Also er sagt, unterm Strich darf man tatsächlich davon ausgehen, dass das Abstimmungsergebnis tatsächlich die Meinung im Volk auch spiegelt. Also jedenfalls ist da ein großes Fragezeichen gemacht dahinter, dass die soziale Selektivität am Ende durchschlägt auf die Kluft zwischen Arm und Reich. Vielleicht noch interessant, dass in der Schweiz 10-15% der Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sich gar nicht an den Abstimmungen beteiligen. 25% gehen immerhin zu den Abstimmungen. Der Rest wechselt von Thema zu Thema. Aber, und das ist vielleicht so ein Aspekt der Entschärfung für unser Thema, 83% nehmen mindestens einmal an einer Abstimmung im Jahr teil. In der Schweiz, das wissen wir ja, haben wir heute mehrfach geschildert bekommen, haben wir 4 Abstimmungssonntage. Ich will aber auch gleich noch dazu sagen, dass es für uns, was diese Hypothesen angeht, für mehr Demokratie ausgesprochen schwierig ist, die direkte Demokratie vom Entscheid her zu beurteilen. Wir verweigern uns in der Regel, von hinten her das Pferd aufzuzäumen, sondern was uns interessiert, ist die Rolle der direkten Demokratie insgesamt im demokratischen System, insbesondere in ihren Auswirkungen auf die repräsentative Demokratie. Und wenn wir dann zu dem zweiten Punkt kommen, zu der Problematisierung, ist es ein Problem, denke ich, da muss man auch auf die repräsentative Demokratie zu sprechen kommen. Vielen Dank. Ich habe das so verstanden, das ist sozusagen ein Problem, es ist aber kein Problem, kein dramatisches Problem, weil die Entscheidungen, die getroffen werden, dann trotzdem repräsentativ sind. Sie weichen sozusagen nicht ab. Das ist jedenfalls ein Ergebnis einer Untersuchung, die da gelaufen ist. Die ganze, wir haben kaum Studien, die das untersucht haben. Wir haben ja gar nicht den bundesweiten Volksentscheid. Also Hamburg ist wirklich ein interessanter Fall. Wobei, man muss auch gucken, man darf sich nicht nur die Einzelfälle rausziehen. Da neigen wir dazu, induktive Schlüsse zu ziehen und das allgemein geltend zu machen für die direkte Demokratie. Man kann auch zu Hamburg einfach ein Gegenbeispiel dagegen setzen, etwa der Freiburger Bürgerentscheid gegen die Privatisierung von kommunalem Wohneigentum, der für die Bürgerinnen und Bürger ausgegangen ist und die Nutznießer, wenn man es überhaupt so sagen darf und will, sind dann eher die sozial Benachteiligten, die noch bezahlbare Wohnungen haben. Also man kann ein Beispiel gegen das andere aufwiegen und es neutralisieren. Deshalb denke ich, es ist nicht unbedingt wissenschaftlich lauter, auch jetzt von Hamburg, also das Problem zu entfalten, das wir mit der sozialen Selektivität haben. Hamburg ist ein sehr interessantes Beispiel dafür,
wie man heute keine Politik mehr machen kann, schon gar keine Reformpolitik und schon überhaupt gar keine Bildungspolitik mehr. Weil nämlich hier, weil da eine Regierung daherkommt, die sich eine Reform ausdenkt und dann meint, sie kann diese Reform dem Volk zum Geschenk machen und dann einfach mal sich zurücklehnt und sagt, na, bis zur nächsten Wahl werden die schon begriffen haben, dass das, was wir uns ausgedacht haben, gut war. Und genau das ist eben schiefgegangen. Das wird so auch in Zukunft nicht mehr funktionieren. In der Bildungspolitik sowieso nicht. Ja, also weil, ich, darf ich das noch? Oder ich bin dann bei den, ich will nicht aufwaschen. Ich will jetzt, musst du gucken. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Ich habe schon viel gemacht in meinem Leben, ja. Aber ich habe mal ein Jahr lang geputzt, aufwaschen, okay. Ja, ja. Ist ja schön hier. Ja. Ein paar Tage nach hier bleiben. Aber darf ich das noch anfügen? Es ist eine lange Vorrede, aber sehen Sie, das sage ich jetzt wirklich nur, sage ich jetzt nur für Hamburg. Ja? Es gibt Studien, die sagen, dass Hausaufgaben in einer Grundschule nichts bringen. Es gibt aber nur ganz, ganz wenige Grundschulen, die sich trauen, Hausaufgaben für die Schülerinnen und Schüler abzuschaffen. Und wenn man dann mit den Lehrern redet, dann sagen die, ja, wir haben das längst klar, das ist kein Thema. Ja? Es geht mit den Eltern nicht. Ja? Und da werden wir noch ein Jahrzehnt brauchen oder zwei, bis wir die Menschen tatsächlich mitgenommen haben. Und genau das ist in Hamburg ja gerade nicht passiert, sondern man hat es da hingelegt und hat dafür auch die Quittung bekommen. Das ist für mich der erste Ausdruck dieses Volksentscheids von Hamburg.